und willkommen zu einer neuen Episode Bloons Tower Defense 5. Und ich habe mich mal wieder entschieden, wir spielen nochmal eine Runde Apokalypse. Und ich habe aber diesmal alles aktiviert, was geht an Specials. Ich habe sie endlich mal wieder alle angemacht. Und jetzt müssen wir eben gucken. Kann ich den nicht? Ich glaube, man konnte den doch sonst immer hier rein. Ah, doch, da war irgendwas. Der war doch fast da. Da setzen wir ihn nämlich hin. Und dann noch einen. Und dann noch einen. Und jetzt müsst ihr das machen. Ich habe jetzt mehr Startgeld, also nicht wundern. Und wie gesagt, Apokalypse, das bedeutet, die laufen alle durch. Durchgehend. Ich habe mir auch schon ein paar Tipps durchgelesen. Ich muss allerdings noch den Rest durchlesen. Ich muss wirklich sagen, vielen Dank, dass Bloons einfach so gut ankommt bei euch. Das finde ich wirklich super. Ist natürlich auch ein geiles Spiel, ist klar. Macht auch echt tüchtig, muss man sagen. Man will es natürlich dann immer wieder schaffen. Vor allem ich, wenn ich versage, dann will ich die Strecke dann trotzdem noch schaffen. Das gelingt mir dann meistens dann nicht mehr, aber naja gut. Ich habe mir was überlegt. Wir werden jetzt gleich auf jeden Fall auch noch ein Affendorf in die Mitte setzen. Also so, ja, so zwischen diesem hier und diese Kurve. Ansonsten brauchen wir natürlich auch noch Kanonen, weil ja irgendwann wieder die Bleiballons ankommen. Irgendwann kommen auch die Camo-Bleis, die sind ganz übel. Also, naja, wir werden mal sehen. So, Runde 7 haben wir schon mal. Das ist schon mal gut. Ich habe mehr Leben, ich habe mehr Geld. Allerdings, das sagt Matthias immer ganz richtig. Wenn irgendwann wenn die Kacke irgendwann dampft und die ganzen Ballons dann irgendwann durchkommen, ja, dann ist irgendwann auch egal, ob du dann, weiß ich nicht, ob du dann 300 Leben hast oder 100 Leben hast, dann ist dann eh irgendwann vorbei. So, du gehst mal nach da. Gehst mal auf die Stärksten. So, sehr gut. Und dann werde ich gleich schon mal gucken, dass wir da auf jeden Fall schon mal ein bisschen upgraden. Ich denke mal, jetzt werde ich aufs Affendorf sparen. Ich glaube, jetzt spare ich aufs Affendorf. Denn wenn ich einmal den Radarscanner habe, dann kann ich mir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was sparen. Andererseits, da sehen wir schon, es ist schon wieder knapp. Vor allem die gelben Ballons, die sind ganz schön schnell unterwegs. Na gut, dann machen wir es so. Dann nehmen wir erst Ausguck und dann nicht schneller schießen, schneller schießen, schneller schießen. Okay, jetzt müssen wir uns dadurch einen leichten Vorteil geholt haben. Runde 13. Ja, das Geld kommt am Anfang halt so mega langsam rein. Das ist ein bisschen blöd. Ich glaube, oh nee, warte, ich baue erst einen Magier. Ich werde erst einen Magier bauen. Wenn ich einen Magier habe, dann werde ich da der auf jeden Fall machen, dass er die Camos kriegt. Und dann, er kriegt ja auch die Camo-Bleiballons, wenn ich den Blitzschlag habe. Er kriegt das ja hin. So, er soll auf jeden Fall auf die Stärksten gehen. Und den Rest machen dann die Schiffe, hoffentlich. So, Runde 17. Wie weit war ich gestern? Ich glaube, Runde 40 oder so. Runde 42, 43 war ich, glaube ich, ungefähr. Naja. Das kriegen wir schon hin, Mami. Das kriegen wir schon hin, Mami. Ich möchte schießen. Ich bin ein kleiner Affenlehrling. Ich bin Matthias. Die Ähnlichkeit ist doch nicht zu übersehen. Ah ja, der ist ja gerade im Urlaub und bald kommt er wieder. Und dann werden wir auf jeden Fall mal wieder was aufnehmen. Mit Darky wollte ich auch mal wieder was aufnehmen. Muss ich mal gucken, dass ich die mal wieder anschreibe, dass wir da auf jeden Fall auch mal wieder ein paar Runden aufnehmen. Ist ja zu zweit auch mal ganz lustig, so ein bisschen Koop-Action. So, da waren nämlich gerade schon die Bleiballons. Blitzschlag, sehr gut. Muhahaha, da haben wir sie nämlich alle schon kaputt gekriegt. Ah ja. Als nächstes, denke ich mal, werde ich mich so ein bisschen auf die Camos ausrichten. Das kann ich ja mit Affensinn machen. Und dann. Wobei, ich kriege durch die Bananenplantage kriege ich extra Leben. Also das wäre natürlich mega episch, wenn ich da einfach mir dann ultra viele Leben holen könnte, dann würden wir richtig weit kommen. Vor allem Apokalypse, es geht ja immer weiter, also das wäre schon ganz cool. Wir werden es sehen, ich werde es, glaube ich, probieren. Ich setze sie nach links, so, da eine hin, aber natürlich einen Affenbauern hinterher. Wo sind die Affenbauern? Wo ist der kleine Matthias? Oh, eine Banane. Ah, da. Kann ich die nicht... Nein, ich will die Banane haben. Jetzt ist die Banane weg. Na, herzlichen Glückwunsch. Ah, da kriege ich nämlich ein Leben dazu. Hihi, das hatte ich mir nämlich gedacht. Deswegen wollte ich die auch unbedingt haben. Deswegen wollte ich die Bananenplantage auch auf jeden Fall haben. Weil wir dadurch nämlich ein Leben kriegen. Ja, ich glaube dadurch... Ja, 352 Leben schon. Hahaha, läuft. So, mehr Bananen. Und jetzt gleich noch... Jetzt müssen wir aber erstmal sparen. Jetzt kommt wirklich erstmal das Affendorf. Ich weiß noch nicht genau, wo ich es hinsetzen werde. 1600, sehr gut. Oh lol, das ist die Reichweite. Alter, das ist ja einfach mal alles viel einfacher. Das ist ja alles wirklich mal einfach viel, viel, viel einfacher. Krass. So. Aber es wird natürlich irgendwann schwieriger.
Es wird natürlich auch irgendwann schwieriger. Und da, deswegen habe ich das ja gemacht. Ich will einfach mal gucken, wie weit das jetzt hier geht. Wie weit wir jetzt hiermit kommen. So. Ich weiß, dass irgendwann der Mob kommt. Deswegen werde ich auf jeden Fall gleich schon mal ein, zwei Sauger bauen. Denn sonst ist mir das zu, tricky. Ich glaube, das dauert auch gar nicht mehr allzu lang. Ich glaube, das dauert gar nicht mehr allzu lang. Na gut, einen brauche ich. Ich brauche einen extra breiten Trichter, braucht jeder. Den werde ich mir gleich holen. Alter, die leben. 400 leben schon. Egal, gleich 400. Gerade erst 377. So. Doppelschichtige Klingen für uns. Und jetzt gleich super breiter Trichter, auch für uns. Und dann geht's los. Dann geht es los. Ja, noch ist es easy. Wenn ich den einmal habe, dann sind wir auf jeden Fall erstmal auf der sicheren Seite. Dann kann ich das Affendorf ein bisschen upgraden. So. Jetzt wird das Affendorf gleich auf Radarscanner gehen, damit auch alles im Radius... Oh, da hat's gerade geleckt. Damit auch alles im Radius alles kaputt machen kann. Wieso war der gerade durch? Hä? Wieso sind die durchgekommen? Hä, wieso sind die... Wieso kommen die durch? Was soll das denn? Wieso sind die durchgekommen? Wieso haben wir Leben verloren? Hä? Wieso kriege ich die nicht? Hallo? Der saugt die nicht richtig ein. Der saugt diese Keramik nicht richtig ein. Was soll das? Das ist nicht so gut. Muss ich mal eben ganz kurz noch hier zur Sicherheit noch was hinsetzen. Alter, wieso? Was ist da los? Ah, noch ein Sauger dahin. Alter Schwede, wieso kriege ich die nicht richtig eingesaugt? Das hat mich ein paar Leben gekostet. So, Saugiger, zack, zack. Ach, die Stärksten natürlich. Habe ich jetzt, sehr gut. Du natürlich auch auf die Stärksten. Ja, das unten war natürlich nicht geplant, dass wir da auf die Stärksten gehen, beziehungsweise dass ich ihn da unten hinsetzen muss. Das war nicht geplant. So, zack. Dschungelaffentrommeln, Runde 38. Morb habe ich jetzt noch nicht gesehen. Hochleistungssauger, jetzt können wir gleich nochmal... Ja, jetzt bauen wir gleich den zweiten superbreiten Trichter. Ey, dann ganz ehrlich, dann sind wir da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und dann baue ich noch ein paar von den Kanonen dahin und dann sind wir auf jeden Fall gut gerüstet. Affennachrichtendienst noch. Wieder kommen die durch. Ich raff das nicht. Okay, wir brauchen einen Klebstoffschützen. Jetzt reicht's mir. So, zack, zack. Ätzender Klebstoff und Klebstoff. Lol, alles. Alles drauf. 3700. So, du noch. Auf Stärksten natürlich. So. Jetzt muss doch mal laufen. Jetzt kann ich endlich mal meine Plantage mal weitermachen. Bananenplantage und Bananenrepublik. Und du auch, Bananenrepublik. Sehr gut. Ha, endlich. Und jetzt kommt gleich der erste Super Monkey. Jetzt kommt der erste Super Monkey. Und jetzt kommt der zweite Super Monkey. Und jetzt kommt der dritte Super Monkey. Und jetzt kommt der vierte Super Monkey. Und jetzt kommt der fünfte Super Monkey. Und der sechste Super Monkey. Und der siebte. Nein, der passt doch nicht mehr hin. Doch, da passt der doch irgendwo. Da. Wo kommt das Geld denn jetzt plötzlich her? Wo kommt das Geld jetzt plötzlich her? Ich kann bauen, ich kann einen Super Monkey nach dem anderen bauen gerade. Wo kommen die denn? Hä, wo kommt das denn alles her? Auf Stärkster. Zack. Und auf Stärkster. Und zack. Und auf Stelle. Hä? Ich kann bauen und es wird einfach nie weniger Geld. Ich werde gleich noch ein paar Bananenplantagen bauen. Stärkster. Und auf Laserstrahl, auf Plasmastrahl, auf Stärkster und monumentale Reichweite. Okay, wir müssen jetzt mal gucken. Wir bauen natürlich noch... Wie viel Reichweite hat denn hier der Affenbau? Okay, der hat viel Reichweite. Der Bananenarbeiter, der Plantagenarbeiter. Der hat viel Reichweite. Ich hoffe, da unten kommt er auch noch dran. Ja, so gerade eben. Ich glaube, ich baue da unten lieber noch einen hin. Das ist mir sicherer. So, du gehst da ganz unten in die Ecke. Kann ich ja nicht daneben noch einsetzen? Doch, da konnte ich doch einen. Ah, diese Platzierung immer teilweise, ne? Mehr Bananen, Bananenplantage, Bananenrepublik. Leute, ich habe 70.000 Gold.
Was? Wo kommt denn das ganze Gold her? Ey, ganz ehrlich, ich hab da gerade mal nicht drauf geachtet. Und jetzt ist plötzlich einfach mal alles voll. Was? Das ist alles voll. Okay. Ich glaube, das werden noch ein paar lustige Runden werden, weil ich weiß nicht, was ich mit dem ganzen Gold machen soll, ehrlich gesagt. Stärkster. Stärkster. Alter, wir können alles upgraden. Ich weiß nicht, was ich bauen soll. Ich kann nicht Gott der Sonne bauen, Gott des Affengoldes bauen. Dann ist alles weg. Das geht nicht. Ich kann nur einen Gott des Affengoldes bauen. Das ist mir dann auch nicht wert. Ach, ich habe die alle schon golden gemacht. Ups. Ich habe die ja alle schon. Gott der Sonne habe ich alle schon gebaut. Aber jetzt hier, ich meine den für 85.000. Wollen wir es noch ein bisschen auf die Spitze treiben? Affen-Nachrichtendienst? Was ist denn... An zu den Waffen. Ah, 10 Sekunden Fähigkeiterhöhung. Na gut, dann bauen wir noch ein bisschen was wir sonst nicht brauchen. Kann ich hier noch irgendwas upgraden? Was passiert dann? Wertvolle Bananen. Oh, geil. Wertvolle Bananen. Hier unten. Auch noch. Wir werden alles upgraden. Boah, das ist so lachhaft, wenn du diese Sachen aktiviert hast. Es ist einfach, du hast so viele Special-Sachen. Ich blicke überhaupt nicht mehr durch. Oh, Flugzeugträger. Ich werde überall Flugzeugträger jetzt noch bauen. Weil wir haben es ja. Wir haben es ja. Warum müssen wir wirklich auf die Spitze treiben mit dem Leben? Pass mal auf. Wir treiben das jetzt wirklich mal auf die Spitze. Ja, ich habe es übrigens letztes Mal gesehen. Wenn du ihn jetzt hier nimmst. Und ich habe jetzt Verfolgen gemacht. Nein, ich will jetzt nicht Kontrollpunkt. Ich will Verfolgen. So, nehme jetzt Verfolgen. Und nehme jetzt... Nein, jetzt habe ich Apache genommen. Verdammt, ich wollte das untere nehmen. Warte mal, wir machen jetzt Verfolgen. So. Und jetzt nehmen wir... Nein, da habe ich schon wieder das Falsche gemacht. Ah, Mann. Da nehmen wir ihn. Und nehmen jetzt... Nein, nicht Kontrollpunkt A und B. Wir nehmen jetzt Verfolgen. Wieder den Falschen. Ich bin so blöd. Das gibt's ja nicht. Den unteren Zweig, du Trottel. Den unteren. Dankeschön. So. Mann. So, jetzt nochmal den unteren. Nochmal Verfolgen natürlich. So. Und jetzt können wir das drücken bei der Fähigkeit. Ja, die Türme brauche ich eigentlich gar nicht. Aber der wirft da eine Kiste ab und da sehen wir dann, da kriegt man sofort Leben hinzu. Also wir haben jetzt 700 Leben. Und wenn ich es dann nochmal drücke, dann kriegen wir nochmal noch Leben dazu. Flups. Oder Geld. Eins von beiden. Nein, ich will ja keinen Turm an einen neuen Standort. Ich will Leben. Alter, 400.000. 400.000. Ah, da oben ist die Kiste. Warte, nein, ich konnte sie nicht anklicken. Nein, ich konnte sie nicht anklicken. Ich war zu langsam. Ich habe sie nicht anklicken können. Da ist sie. Nochmal Geld. Und da oben ist noch eine. Und nochmal Geld. Es ist so krass. Ich könnte jetzt die ganze Zeit laufen, also guck dir das mal an. Es passiert einfach gar nichts. Ich habe 800 Leben. Ich hab gleich eine Million Gold. Das wird nicht mehr lange dauern. Okay, jetzt machen wir nochmal was. Das Affendorf müsste die meisten Super Monkeys abdecken. Energieleuchtfeuer. Die Abkühlung dauert 20 Sekunden kürzer. Warte mal, was war das denn nochmal? Irgendwo gab es doch das auch nochmal, dass du mehr Geld kriegst. Also krass. Es ist so krass, was hier einfach passiert. Ich könnte jetzt alle noch upgraden. Habe ich auch nochmal gemacht. Sind sie alle nochmal schneller? Jetzt kann ich nochmal abwerfen. Da sind die Kisten. Zack, zack. Leben nochmal. Kommt 1000 Leben. 1000. 1064 Leben. Ich sehe überhaupt meine Maus schon gar nicht mehr. Ich könnte den jetzt bauen auf den Tempel des Affengoldes. Nur das Problem ist, ich weiß nicht den Radius, in welchem er dann alles zerstört. Ich will es mal einmal, ich glaube, ich probiere es gleich mal einmal aus, aber das ist das Problem. Wenn ich den dann baue, ich weiß nicht, was dann passiert, in welchem Radius er alles zerstört. Das ist ein Problem. Jetzt habe ich schon gleich eine Million Gold. Eine Million. Ich könnte immer so weiterbauen. Oh, Moment. Da hätte ich ihn aus Versehen fast gebaut.
Da habe ich da einmal Terror durch Technik gemacht. Alter Schwede. Ja, ich kann natürlich jetzt hier noch weiter die Kisten hinpflanzen. Da kriegen wir immer noch weitere Leben. Jetzt kann ich das noch machen. Jetzt kann ich Terror durch Technik machen. Ah, ja, ja. Da oben sind noch welche. Sind noch Kisten. 1300 Leben. Es ist krass. Es ist krass. Es ist krass. Ich mache einen Vorschlag, Leute. Ich mache jetzt leichte... Also wir machen jetzt einen Cut. Ich werde jetzt bis Runde 85 laufen lassen. Oder bis Runde 90, mal gucken. Und dann werden wir auf jeden Fall mal gucken, ob wir den Tempel des Affengoldes bauen. Jetzt werde ich auf Fast Forward machen. Also extreme Geschwindigkeit vorwärts. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ich bin wieder da und wir sind schon in Runde 90 und ja, wir haben 4,5 Millionen Gold und ich würde sagen, jetzt ist es tatsächlich bei Zeit und wir testen das jetzt mal aus mit einem, ja, wir bauen jetzt einfach mal einen Tempel des Affengoldes. Ich bin so gespannt, der kostet 95.000. Ah, der hat gar nicht alles zerstört, ja super, ja geil, der hat gar nicht alles zerstört. Bedeutet, da vorne kann ich jetzt eigentlich noch einen hinsetzen und der wird auch nicht alles zerstören, hoffentlich. Tempel des Affengoldes! Ja, oh, er hat einige zerstört, aber nicht alle. Die Frage ist, wenn wir jetzt da vorne einen hinsetzen, ob der dann auch alles... Ich baue den ja schon ganz an den Rand. Ja, mach schon. So, noch einer hingesetzt. Alter, drei Stück. Drei Stück, so. Der steht auf Stärkster, der steht... Oh, erstmal geben wir natürlich den Tempel des Affengoldes, geben wir natürlich erstmal... Oh, der hat schon die beste Reichweite. Stärkster. Und nochmal. Bordo-Betale Reichweite. Jetzt bauen wir noch einen. Den bräuchte ich in der Mitte. Hoffentlich macht der das andere nicht weg. Nein, der hat das andere weggemacht. Oh, guck mal, wo der andere ist. Der ist ganz... Ah, okay, der ist ganz außen gewesen. Jetzt kommen sogar noch ein paar durch. Dann bauen wir noch ein paar Magier. Dahin. So, zack, zack. Leute, jetzt kommen die sogar weiter durch als eben. Krass. Jetzt baue ich nochmal. Komm, wir bauen euch noch eins dahin. So, du auch noch. Obere Upgrade. Jetzt geht's wieder besser, aber die waren eben. Alter, da oben ist ja sogar noch. Da oben sind ja sogar noch ein paar Sachen. Die sind eben weiter durchgekommen. Also die sind nicht so weit durchgekommen eben wie jetzt. Jetzt habe ich noch 4,4 Millionen. Kriege allerdings jetzt keine neuen Leben dazu. Runde 95. Ich meine, was soll ich mit dem ganzen Gold machen? Das kann ich ja im Leben nicht mehr ausgeben. Ich könnte jetzt alles hier kaputt frieseln, bis hinten gegen. Alter Obelli, das ist so... Ich sehe überhaupt nicht, ich kann überhaupt nichts mehr anklicken hier oben. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Ja, da haben wir zumindest mal ein bisschen was gemacht. Hab ich denn noch Fähigkeiten? Wow. Okay. Alter Schwede, okay. Die sind einfach mal komplett eskaliert. Wenn wir die Tempel des Affengoldes... Wenn du da die Fähigkeit machst, dann eskalieren die ja komplett. Ey, das ist ja komplett beängstigend. Alter. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt kommen würden. Also wenn ich jetzt absolut nichts mehr mache. Wie weit würden wir dann wohl kommen? Kann mir das jemand sagen? Alter Schwede. Wie viel Gold es einfach ist. 4,5 Millionen. Deswegen würde ich sagen, ich lasse es jetzt mal nochmal laufen. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. Alter Schwede, Runde 98. Ich wette, wir werden auf jeden Fall noch so bis Runde 110 oder so werden wir auf jeden Fall kommen. Ich halte euch mal auf dem Laufenden. Wir machen nochmal einen kurzen Cut. Ich werde es nochmal ein bisschen beschleunigen und dann bis gleich. So, das war's. Es ist gerade vorbei und es war Runde 126 und ich hatte tatsächlich 5 Millionen. Runde 126, so. Es waren Runde 126 und es alter Schwede. Es waren 5 Millionen. Es waren 5 Millionen Gold. Alter Schwede. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was war denn euer Höchstes bei Apokalypse? Ich meine, es wäre vielleicht noch ein bisschen weiter gegangen.
Ich hatte ja noch 5 Millionen Gold, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie weit wir denn kommen. Und dann schreibt mal eure Bestleistung in die Kommentare. Und ich denke mal, das nächste Mal werden wir wieder eine normale Folge Bloons machen. Ich sage Dankeschön, dass ihr dabei wart. Schaut doch mal in die Beschreibung und bis später. Tschüss.